blöd, weil ich nicht zu Oma und Opa gehen darf und kann. Wieder echte Leute zu umarmen. Ich es jetzt schriftlich habe, dass ich unverzichtbar bin für die öffentliche Daseinsvorsorge. Das hat mir so schön noch keiner gesagt. Ich meine Kinder in der Schule nicht sehen kann und ich das Lachen mit meinen Kindern und meinen Kolleginnen vermisse. Corona ist toll, weil die Mama und Papa haben Zeit. Ohne Corona hätte ich niemals einen so kurzen Weg zum Yoga gehabt. Und gemeinsam mit meiner 500 Kilometer entfernt lebenden Mutter an einer Yogastunde teilgenommen. Nach Corona werde ich mir sowas bestimmt nicht als Kuscheltier zulegen. Fische in den Kanälen von Venedig, keine Kondensstreifen am Himmel und leere Straßen. Auf was freut ihr euch dann am meisten? Sagt mal einen Satz, wenn Corona vorbei ist. Wenn Corona vorbei ist, freue ich mich, alle wieder knuddeln und ins Schwimmbad zu gehen. Und bei mir fast alles das Gleiche. Bei mir freue ich mich, wenn der Virus weg ist, zum Geburtstag wieder zu fallen und ins Schwimmbad zu gehen und wieder alle knuddeln zu dürfen. Und ich möchte auch, wenn die Schule und der Kindergarten wieder anfangen und in den Zoo wieder gehen und mit den Hunden spazieren gehen, und mit den anderen klettern und bei Linus und der Ella aufs Trampolin beim Finn-Luca und ins Schwimmbad, in den Pool beim Linus, beim Lars und bei der Ella zu gehen. Corona bewirkt auch Gutes, denn wir hätten nie als Schulsozialarbeiterin und IT-Projektmanager zusammengearbeitet. Als in Speyer die Tafel zu hatten und viele Familien in Not waren, haben wir zusammen Lebensmittel gesammelt, eingekauft und sind dann mit den Lebensmittelpaketen zu den Familien gefahren. Das hätte ich ohne dich nie geschafft. Danke. Servus! Ich unterrichte gerade meine 7. und 8. Klasse aus der Hängematte raus. Ich finde das ziemlich relaxed und das darf auch gerne nach Corona so bleiben. Tschüss! Corona bewirkt auch Gutes, weil ich jetzt ganz ohne schlechtes Gewissen Homeoffice machen kann. Vorher, wenn ich im Homeoffice war, war ich häufig der Einzige, meine Kollegen waren im Büro. Ich hatte das Gefühl, irgendwo was zu verpassen. Jetzt sind alle im Homeoffice und ich habe kein schlechtes Gewissen mehr. Mich künstlerisch mit Gleichberechtigung auseinandergesetzt.
Nach Corona freue ich mich wahnsinnig auf all die feinen Kulturveranstaltungen, dann endlich wieder in echt. Eine super coole Atemschutzmaske. Dankbarkeit für unsere Freiheit und die Power der Solidarität in der Gesellschaft. Zahlreiche Garagenpartys mit meinen Freunden. Muss auch aufhören zu filmen irgendwann, ne? Weil das Freibad hat nicht auf und ist dann nicht für meine Freundin. Dass am Himmel über Speyer weniger Flugzeuge unterwegs sind. Corona bewirkt auch Gutes, denn man merkt, wie viele Menschen um einen rum sind, die einem bereit sind zu helfen und die einfach bedingungslos unterstützen. Und dafür möchte ich mich bedanken. Ohne Corona hätte ich nie diesen Film gemacht und ich freue mich, dass so viele von euch auch mitgemacht haben. Eine riesenfette Party mit 8 Milliarden Menschen.